Hallo Mädels, ihr kennt es, ihr rackert euch ab mit den unterschiedlichsten Diäten, quält euch im Fitnessstudio und verzweifelt, wenn die Pfunde nur ganz, ganz langsam runtergehen. Im Wesentlichen sind es aber nur drei Dinge, die beim Abnehmen entscheidend sind. Eine Ernährungsumstellung, die radikal genug ist, um Veränderung zu erzeugen, aber ausgewogen genug, dass du sie auch durchhältst. Dann kommt natürlich dazu, dass man Sport, Sport und abermals Sport machen sollte. Und schließlich und endlich deine Psyche. Im Folgenden also vier kleine Psychotricks, mit denen du dich selbst überlistest. Erstens, richte ein Snackkonto ein. Nein, du sollst hierbei kein Geld anlegen, das du nur in Snacks investierst. Schnapp dir eine Streichholzschachtel mit 10 Streichhölzern. Das ist ab jetzt dein Snackkonto für diesen Monat. Jedes Mal, wenn du schwach geworden bist und mit Schokolade, Chips und Co. gesündigt hast, verbrennst du ein Streichholz. Oder zwei, wenn der Cheat Day besonders heftig war. Sind die Streichhölzer aufgebraucht, darfst du für den Rest des Monats auch nichts mehr snacken. Zweitens, setz auf eine Motivationshilfe. Such dir ein Bild deines Figurvorbildes und pinne es dir an deinen Kühlschrank. Das kann eine Instagram-Beauty sein, aber zum Beispiel auch ein Bild von dir in schlankeren Tagen. Je öfter du dir das Bild vor Augen führst, desto besser kannst du dich auch motivieren. Drittens, wiege dich nicht allzu oft. Das eigene Gewicht zu kontrollieren ist an sich eine gute Sache. Bei vielen Frauen nimmt das jedoch überhand. Einmal die Woche auf die Waage stellen reicht vollkommen aus, um einen Überblick zu behalten. Zu häufiges Wiegen zeigt oft nämlich nur Wasserverluste des Körpers an und das verleitet wiederum zum Schummeln. Viertens, kenne deine Rituale. Es gibt Rituale in unserem Alltag, die uns das Abnehmen viel schwerer machen. Zum Beispiel der tägliche Kaffee beim Bäcker und das dazugehörige Croissant, wenn wir zwischendurch Hunger bekommen. Packe dir vorsorglich etwas Obst oder eine Box mit Nüssen ein, die dich unterwegs vor größeren Food-Sünden bewahren. So sparst du übrigens nicht nur Kalorien ein, sondern auch Geld.